Willkommen, liebe Clasher. Ich bin ja begeistert, was ihr für schöne Fights mir geschickt habt. Und die kommen jetzt in diesem Video vor. Der Dennis hatte mir auch Videos geschickt, aber die waren unterhalb von 480p von der Auflösung her. So ein bisschen Qualität sollte schon sein, damit man auch was erkennen kann. Er schickt mir die bestimmt nochmal neu. Es sollte kein Fight verloren gehen. Und auch zukünftig, wenn ihr immer schöne Fights habt, nehmt ihr mir auf und schickt mir den Link. Die Anleitung war ja im letzten Video da. Da freue ich mich auf eure Fights. Wir haben auch einen richtigen Kracher, nämlich ein Rathaus 8er auf dem Rathaus 10 Fight. Sehr geil. Und ich sehe, wie stark ihr im Rathaus 9 Bereich vertreten seid und freue mich auf diese Angriffe unbedingt euch auch zu zeigen. Und als erstes, das ist hier ein asiatischer Player Level 458. Wollen wir mal schauen, ob das so mit rechten Dingen zugegangen ist. Die einfachste Variante wäre ja dann Spenden, aber das hat er auch nicht. Freunde, in Not sieht man hier mit 277.000. Damit erreicht man auf keinen Fall Level 458. Da bin ich mal gespannt, da freue ich mich auf eure Kommentare, wie ihr denkt, wie er das hinbekommen hat, ob da rumgespielt hat mit den Kobold-Leveln und irgendein Automatismus, irgendwen immer wieder automatisch angegriffen oder ob es noch eine andere Variante gibt. Da oben links seht ihr das Hashtag der Player-ID. Schaut mal gerne rein, bin mal gespannt auf eure Kommentare und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung und viel Spaß bei diesen coolen Zuschauer-Fights. Action! Jawohl, das ist der erste Fight hier. Da sehen wir richtig schön Loot am Start. Über 1,1 Millionen Loot. Sehr geil mit Minern hier. Schön zu sehen. Richtig schön, habe ich auch gerne mit Minern eine ganze Weile lang angegriffen. Übrigens, ihr müsst bei der Aufnahme den Ton nicht unbedingt aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Denn den kann ich auch nachher beimischen. Das ist gar kein Problem. Denn performance-technisch könnte es sein, dass dann das Gerät zu viel zu tun hat. Und dann lieber schön den Fight hier in einer hohen Auflösung, ruckelfrei, ohne Probleme aufgenommen. Dieser ist einer richtig guten Qualität von dem AK Giga. Sehr geil gemacht. Schöner, hoher Loot-Fight und die Miner greifen hier richtig schön durchweg an. Man sieht, das ist zwar ein Rathaus 10er, aber der ist ziemlich gerusht. Aber er als Angreifer hat ja auch nur seine Helden beide Level 12. Dann passt das, denke ich mal, wieder. Dann ist das so ganz fair, ungefähr von der Höhe her. Ja, und da sehen wir, er räumt die parallel einfach mal komplett ab hier. Bei den Minern sieht es immer so aus, naja, da passiert jetzt nicht mehr ganz so viel, aber das passiert immer sehr versteckt. Wichtig wäre eigentlich mal, dass dieser X-Bogen endlich stirbt, als hat er noch einen Heilzauber drauf gesetzt. Das ist sehr wichtig bei den Minern, die kommen damit sehr gut durch. Und dann gehen die Miner dann auch super an die letzten Ressourcen dran. Und dann läuft auch die Zeit bald ab. Jawohl, und dann geht er hier mit den Helden. Ja, die Helden müssen da wahrscheinlich noch... super, die... So, die Helden brauchen wir dann wahrscheinlich nicht mehr. Da nimmt er das Rathaus schön aufs Korn und das letzte ist auch seins. 100%. Sehr geil. Gut gemacht, AK Giga. Vielen Dank für den Fight. Als nächstes, der Pascal hatte mir diesen Fight geschickt. Einen Rathaus 9 Fight. Ein Clan War Fight. Und da geht er hauptsächlich mit Hox an Start, allerdings auch mit Queen Walk, wie man sieht, 4 Heilerinnen sind dabei. Erstmal mit der Bogidame schön gelockt in einen Hock und dann die Queen erstmal rausgelockt dort mit dem Bogidame rausgelockt und die Queen oben. Sehr geil, Giftzauber drauf, wie im Bilderbuch, sehr schön gesetzt. Und den ist das da oben alles Geschichte. Und von unten kommt der nächste Fighter, der schön hingezoomt dort, dass dort die Magier hinter den Golems sind. Und dann greift er von dieser Seite auch aus an. Und dann sind Bowler in der Clanbock drin. Oben die Queen macht auch ihren Weg. Und so nimmt er die ganze Base in die Zange. Und ja, es läuft ein bisschen schneller hier ab, der Fight. Das müsst ihr auch nicht unbedingt machen, ihr müsst das nicht schneller laufen. Ich denke, da kann man schön viel sehen. Die Heilzauber links sind auch richtig gut gesetzt. Das war wichtig, denn die Hogs sterben sonst viel zu schnell. Und so ist das richtig schön abgeräumt hier. Ein schöner Clan-War-Fight. Ein ganz sauberer Fight, den sicherlich auch viele andere schon gut hinbekommen haben. Sehr geil. Schön gemacht an den Tor, alias Pascal. Das nächste ist der Profi-Clasher. Hier sieht man schon, die Auflösung ist noch etwas geringer leider. Allerdings muss man natürlich auch sehen, was kann das Gerät. Diese Base ist schon, glaube ich, diese Base-Art, ich weiß nicht, ob ich die früher schon mal gesehen habe im Clan War Fight, von dem Frederick hier angegriffen. Auf jeden Fall hat er die Clanburg-Truppen gut gelockt und dann nimmt er jetzt die Clanburg-Truppen aufs Korn. Golem ist dabei und das ist blöd, dass natürlich, wenn der Drache sich bewegt, dann bekommen die Magier die nicht angeschossen, das ist leider so. Da kann man leider nichts machen. Hat den Drachen noch dazu gesetzt und ihr seht, hauptsächlich mit 28 Hogs und 3 Heilzaubern geht er hier ran.
Und wichtig wären hier unbedingt, dass die Clanburg-Truppen sterben. Ganz, ganz wichtig im Rathaus 8-Bereich, damit die Hawks dann nicht von den Clanburg-Truppen die ganze Zeit was abbekommen. Und da kommen die Hawks in zwei Teams aufgeteilt. Denke mal, die werden dann zusammenlaufen wollen, oder? Na, ja, doch, jetzt parallel wäre es eigentlich besser. Allerdings so kann er auch super den Heilzauber jetzt setzen, damit er alle super erwischt. Das ist sehr gut. Dann klappt das auch. Und ja, sehr geil. Also jetzt sind die gut am Start hier mit dem Heilzauber. Sehr geil gelaufen. Und dann klappt das hier richtig gut, dass die hier durch die Mitte kommen. Das ruckelt etwas. Okay, aber das ist ja normal. Wir haben ja nicht alle die hammerharte Performance an Hardware und auch mein Handy ist schon ein bisschen älter, mein Pad auch. Da ist das genauso. Da habe ich auch immer manchmal Performance-Probleme. Beim Setzen hatte ich ja Probleme beim Pad, dass mir die Loons, wenn ich die so in der Längslinie setze, dass da manchmal so ein paar Tipps nicht übernommen werden. Sehr schade eigentlich. Naja, muss ich mit klarkommen. Ich habe auch noch kein neues Pad mir ausgesucht, was ich denn nehmen wollte, um dieses Problem mal zu beseitigen. Denn ich kann das noch nicht so genau einschätzen, wie viel Power diese neuen Pads mit anderen Prozessoren haben. Das muss ich dann mal in Zeitschriften vielleicht mal nachlesen, die Performance-Tests. Das hatte mich auch schon ein Zuschauer gefragt, was ich mir denn zukünftig wohl kaufen werde. Ja, ich habe dann auch noch den Wunsch natürlich, dass ich für euch in 16:9 ein Pad eventuell bekommen könnte. Das wäre nämlich schön, dann haben wir keinen Rand hier. Ich mag das gerne so richtig schön viel sehen, das finde ich einfach nur cool. Diese Randvarianten ist so, naja, wenn es denn sein muss. Bei Apple ist das wahrscheinlich pauschal sowieso immer so. Aber wenn es denn die Möglichkeit gibt, ein Pad zu bekommen, was 16:9 hat, werde ich das favorisieren, optimalerweise noch mit einem sehr starken Prozessor. Und hier sind die Hawks wunderbar dabei. Die Giftzauber hat er gar nicht benutzt. Ich glaube, am Anfang könnte man die vielleicht nehmen, wäre gar nicht so schlecht gewesen, aber vielleicht auch, wenn hier irgendwelche Skelettfallen dort da sind, hätte man die mit auch schön erwischen können. Aber war gar nicht notwendig. Sein King, der Drache und auch noch die Hawks sind gut dabei. 100%. Sehr schön gemacht hier, wie man sieht, vom Frederik hier. Und das hat er leider gestoppt. So, und jetzt der Werner, der Champ. Hier geht's richtig ab. Lieben Gruß an den Werner. Vielen Dank für den Fight. Er hat den auf seinem YouTube-Channel auch gepostet. Und hier geht er mit Loons dort rein. Da sieht man, das ist noch zur Winterzeit aufgenommen worden. Und dieser Fight hat es richtig in sich. Also richtig, richtig knapp ist dieser Fight. Da sieht man erstmal, geht er mit den Loons dort rein. Die gehen auch schön durch die Mitte. Leider der Luftfeger oben rechts nervt dort sehr. Deswegen der Speedzauber gut angebracht dort. Dann sind noch 6 Luckys übrig. Einen Heilzauber, den er jetzt setzt, damit die Loons dort noch richtig schön abräumen. Und ihr seht, da lebt nicht mehr ganz so viel, auch auf beiden Seiten. Und dann bin ich mal gespannt, Gift ist auch noch dabei, die Luftabwehr dort und links steht noch eine Luftabwehr, die sind zwar nicht Maximum, aber die schießen immerhin. Jetzt ist endlich mal dieser Luftfeger-Geschichte, da ist der nächste Luftfeger, der wieder ärgert, das ist schon echt heftig. Was glaubt ihr, wie viel wären das noch, wären das überhaupt 2 Sterne? Das ist richtig knapp jetzt hier, richtig spannend und wie ihr seht, es sind keine Loons mehr übrig. Jetzt haben wir nur noch Luckys dabei, in der Mitte ist ein Lava-Welpe dabei und ja, geht er mal näher ran hier, dann sieht man wunderbar, die Luckys sind dabei und grasen erstmal außen weg. Den King kann er auch noch setzen hier und er hat noch einen Giftzauber dabei. So, der Lucky in der Mitte ist dabei, auf das Rathaus zu gehen. Er kann den King zwar noch setzen, aber der wird in der Mitte nicht mehr helfen. Also wir haben jetzt 1 Minute 20. Das sieht wohl richtig eng aus. Und da sieht man auch, ich kann euch sagen, der Fight wird bis zu den 3 Minuten voll bis zum Ende durchlaufen. Schauen wir mal, ob das noch 2 Sterne werden. Richtig knapp ist dieser Fight hier. Sehr, sehr eng. Ja, also wenn ihr auch mal einen Pad-Vorschlag hättet, dann schaue ich mir das gerne mal an. Also ich favorisiere ein Android-Pad, wenn möglich von Samsung, weil ich das meistenteils schon habe und damit einfach Erfahrung habe. Andere sind bestimmt genauso gut, die es dort gibt an Herstellern, aber das habe ich eben schon bereits und naja, das würde ich gerne wieder nehmen, sowas in der Richtung. Mal schauen, können wir mal darüber diskutieren, was es so gibt. Da wurde jetzt, glaube ich, das Samsung 3er Pad veröffentlicht. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Mal schauen, ob dieses Pad genug Power hat. Denn optimalerweise würde ich dann damit auch gleichzeitig aufnehmen.
Denn dieses App Mobizen oder auch der AZ Screen Recorder, was es so gibt dort, oder mit Google Play aufzunehmen, die brauchen natürlich Power, um diese Aufnahmen überhaupt gestalten zu können, vor allen Dingen in höheren Auflösungen. Oder wenn ich für euch Live-Angriffe mache, dass ich das live aufnehme, da ist es schon so, dass es manchmal relativ eng wird. Das muss man dann überlegen, wie man das so gestaltet. So, und der Lucky, 3, 2, 1 und Ohr aus. Ist das knapp gewesen? Hammerhart, oder? Werner, geiler Angriff, wirklich heftig. So, und zum Schluss noch ein Kracher. Ein Rathaus 8 geht auf einen, naja, nicht ganz so gemaxten Rathaus 10. Immerhin, die Infernos sind da, noch nicht so maxed. Aber ich glaube, Level 1 und Level 2 sind die. Schätze ich jetzt gerade mal, ich habe es gerade das Rauszoomen nicht erkannt. Hier wird auf jeden Fall erst mit Beam erstmal aufgemacht. Da seht ihr, müsst ihr auf jeden Fall muss der Angreifer hier die Babybohne, der Bohne hat er mir jetzt nämlich geschickt, erstmal die Seiten wegklären, damit die Packers auch in die Mitte rein wollen. Dann 5 Lakis dabei, die Golems außen, das seitliche Funneling läuft hier gut zur Sache. Und die Mauerbrecher, kommen die rein? Schaffen die das? Jawohl, super aufgemacht. So ist jetzt der Weg zum Rathaus offen. Und es ist wirklich cool, also als Rathaus 8er da so tief ran, ist schon echt super, nicht schlecht, dort so weit ranzukommen. Dann mit Wutzauber hier unterstützt, sehr geil. Also wenn das im Clan War passiert, also da würde ich mir als Rathaus 10er echt Gedanken machen, wenn hier 2 Sterne geholt werden würden. Noch sind wir bei knapp 30%. Giftzauber, weiß ich gar nicht, habe ich nicht gesehen, aber zweimal Wut auf jeden Fall. Und sie haben das Rathaus schon gepackt hier. Und jetzt natürlich bin ich echt mal gespannt, wie weit in der Mitte hier das zur Sache geht. 41%. Wir haben noch 5 Bogies und jetzt 4 Lakis. Die können natürlich außen schön wegklären. Und ihr seht, da sind noch richtig viele Gebäude außen unverteidigt, die hier bei diesem Fight natürlich echt interessant sind. Wenn das ausreicht, für einen Clan War hier mit 2 Sternen auf den Rathaus 10er zu gewinnen, weil vielleicht nicht so viele 9er da sind oder 10er oder 11er schon ihre Fights auch gemacht haben, ist das hier echt ein hammerhart Fight, der wirklich entscheidend ist, mit einem Rathaus 8er, einem Rathaus 10er noch irgendwie 2 Sterne abzuluxen, ist echt hammerstark. Da grüße ich erstmal den Bohne, der ist bei mir auch im Clan. Vielen, vielen Dank für diesen Fight, sehr geil. Und der Bohne unterstützt mich auch immer super in den Livestreams. Der passt auch auf, dass hier alles in Ordnung ist, in dem Community-Clan War. Clan und auch im Chat. Der hat auch bei dem Livestream, den großen Supercell Livestream mit den Dark Looters gegen die Hannover Family auch mitgearbeitet dort. Da war ja ein bisschen mehr los mit 5.000 bis 7.000 Zuschauern gleichzeitig. Hatte schon bestimmt gut zu tun gehabt und ich danke ihm für seine Unterstützung. Und ihr seht, so einen geilen Fight hat er hingelegt. Richtig, richtig cool. 53% und der ist immer noch nicht fertig. Das ist echt stark. Also sowas finde ich wirklich cool. Wenn sowas möglich ist. Es sind schon echte Taktiker am Start und ihr seid es bestimmt auch. Zeigt mir eure Fights, nehmt es auf. Im letzten Video konntet ihr das sehen, wie man das am besten aufnimmt. Lasst die Fight nicht dahin gehen und dann für immer verschollen. Nehmt sie auf, schickt sie mir. Allerdings sollten sie wirklich was Besonderes haben. Sie sollten über 1,5 Millionen Loot schon irgendwie haben und oder irgendwas Besonderes, einfach irgendwas ganz Knappes oder einfach nur wie auch hier vom Rathaus 8 auf den Rathaus 10, das ist sicherlich extrem. Allerdings, ihr findet bestimmt die richtige Auswahl, dort mir die richtigen Fights zu schicken. Richtig, richtig geil. Und ihr seht, 57%, sehr, sehr geil. Ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Sehr, sehr geil. Ich freue mich auf eure Fights. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.